Und dann nochmal herzlich willkommen zum theoretischen Teil. Wir hatten am Nachmittag schon mal kurz angefangen, für die, die noch nicht da waren, nochmal kurz rekapituliert. Wurde schon erwähnt, das ist das vierte Philosophiefeld in meiner Kinder. Und auch der Grund, warum wir das Philosophiefestival nennen, wie es immer so gegründet haben, Dolores und Heinrich, war das Gefühl, dass wir alle kennen, dass Liebe etwas enorm Wichtiges ist für uns, das Universum, die Zukunft der Menschheit, die Umweltkrise. Aber bisher ist dem Thema keiner widmet. Ne? Wer irgendwo im Wissenschaftsbetrieb aktiv ist, weiß, dass eher nur Logo, wenn man das so jenseits von Sexualität oder jetzt noch Beziehungsformen in der Mikrosoziologie thematisiert, im Sinne von Politik oder Philosophie sogar, kriegt man eher Probleme. Und jetzt wird deshalb beschlossen, dass es dann auch Zeit wird, sich diesem Thema zu widmen. Das hat auch einen Hintergrund, so sind Dolores und ich uns wieder begegnet. Wir haben uns schon auch früher getroffen, kurz nach der Wende, dem Mauerfall in Berlin, der sich ja 30 Jahre wehrt. Genau. Gab es dann einen Versuch an der Humboldt-Universität, also ne, ein Institut zu gründen für Sozialökologie. So mit der Idee, die Eliten der Zukunft, die die Welt künftig formieren, entwickeln, ob in Wirtschaft, Politik, Kultur, lernen ja leider in diesen bisherigen Bildungswelten zwar Fachwissen, aber eben dann auch Fachidiotentum und verlernen eher andere Seiten von sich zu entwickeln. Das heißt, sie werden darauf abgerichtet, eigentlich Funktionäre einer bestimmten Systemwelt zu sein, die kann man wie auch immer nennen, Kapitalismus oder moderne Gesellschaft. Und dass wir also eine andere Art von Bildung brauchen, die das wieder mit integriert, damit die Menschen nicht nur technisch effizient, zweckorientiert denken, sondern eben auch eine Kompetenz haben, das irgendwo mit sich und dem Universum zu verbinden. Und das war eine spannende Zeit, dieses Institut, dass sowas ging halt nur in diesem Freiraum, den es selten gibt in der Geschichte. Das alte System war weg. Das Ostdeutsche, das Westliche war noch nicht angekommen. Und so gingen also Dinge, die ungewöhnlich waren. Also ein Institut an der Humboldt-Uni, wo man nicht nur Vorlesungen gemacht hat, sondern auch getanzt hat, schamanische Reisen gemacht hat. Und Rudolf Faro, über den Dolores und ich uns auch kennengelernt haben, da hat er eben ein Buch geschrieben, Logik der Rettung, was eigentlich damals, war ja nicht der Einzige, der es sagte, 87, das sagte, was noch heute groß in den Medien steht, mit Greta und anderen, dass wir eigentlich dringend was tun müssten für diesen Planeten oder unsere Zukunft auf diesem Planeten. Und die Frage, die er damals auch schon stellte, war, offenbar sind unsere bisherigen Bemühungen, das mit Umwelttechnik, Umweltgesetzen, Umweltpolitik, Umweltrecht zu machen, führt noch nicht so richtig weiter. Das war damals schon so, wie gesagt. Wir sind heute noch nicht viel weiter. Und die Idee, wo wir ansetzen müssten, war eben auf der Ebene darunter. Das heißt, die Frage zu stellen, warum wir Menschen trotz besseren Wissens so uns in einer Art verhalten, zur Natur, zu uns, die also offenbar nicht so richtig dem großen Ganzen entspricht. Und ich mache jetzt noch mal ein paar kurze Zitate, die ich merke, dass sie bei der Einleitung sind für unseren eigentlichen Vortrag, zu dem wir dann noch kommen, aus diesem Buch. Nicht die Individualisierung wird verschwinden, aber der um seine Identität besorgte Individualismus. Wir bringen die Kommunion nicht zustande, die den Krieg des Menschen mit den Menschen, die Konkurrenz der patriarchalen Egos beenden würde. Wir gehen sogar für unsere an sich unverwechselbare natürliche Person von konkurrierender Knappheit aus, nicht von Fülle. Es fehlt uns an Bestätigung, gerade weil wir uns nicht überfließen lassen. Der angstvolle Drang, das zu kompensieren, gibt unserer Kultur den friedlosen Charakter. Der Rückzug von der Megamaschine wird daher nur gelingen als Rückzug auf die eigene Mitte, als deren Eroberung, die Ankunft dort. Darauf bezieht sich Einsteins Wort, nicht die Atombombe sei das Problem, sondern das Herz des Menschen. Nur wer sich selbst genug ist, sodass ihm alles Notwendige zufließt,
kann aufhören, Jäger zu sein. Deshalb hängt die Heilung der Kultur davon ab, ob es gelingt, in ihrem Mittelpunkt die Kommunion von Liebe her und auf Liebe hinzusichern. Das ersparte so viel kompensatorischen Tatendrang nach außen. Nur ist es unmöglich, die Welt so einzurichten für unser Ich, wie es ist. Sie kann nur so eingerichtet werden, wenn wir, jeder selbst und ohne die Liebeskultur schon als Bedingung vorauszusetzen, unser Egozentrum transzendieren. Das heißt, lernen, vom Selbst her Ich zu sein. Diese Umordnung der Individualität ist der Weg. Was sich ändert, sind nicht die Elemente der menschlichen Existenz, sondern ihr Zusammenspiel, die Richtung ihrer Bewegung, der Kosmos, der Energie. Das unglückliche Bewusstsein ist die Normalverfassung des rationalen, linksförmig zentrierten Egos. Die ist melancholisch anstatt freudig. Aus der rechten Gehirnhälfte dagegen, aus der von Alters her die Götter sprechen, erwächst uns, wenn wir sie nur zu Wort kommen lassen, ein anderes Temperament, ein positives, das auch ganz andere Energien mobilisieren kann. Denn die übliche Depression nährt sich ja selbst. Wenn wir eine gute Gesellschaft wollen, so ist ein glücklicheres Bewusstsein zu erlangen, der Imperativ noch hinter dem kategorischen Imperativ. Wir kommen weder praktisch noch im Verstehen an die Ursachen heran, wenn wir nicht anstatt aus Abwehr aus Urvertrauen handeln lernen. Auf diese so häufig und weitgehend verschüttete Quelle müssen wir zurück, sie müssen wir pflegen. Nur glücklich können wir richtig sein, bloß pflichtgemäß werden wir nur Eingriffe finden, mit denen wir doch wieder die Harmonie der Welt stören. Die Umkehr der Herzen muss da vor allem eine Öffnung der Herzen sein. Es geht also um eine soziale Praxis, die unsere Liebesfähigkeit entwickelt. Ja, und wie gesagt, es war vor 30 Jahren. Dann kam, wie gesagt, leider wieder die Normalverfassung der westlichen Kultur und hat so eine Institute wieder zerstört. Aber an der Humboldt-Universität, aber daraus hat sich halt dann glücklicher Fügung mit dem sächsischen Ministerpräsidenten, mit Heinrich und anderen, mit dieser Ort entwickelt. Und wir uns halt hier zur Aufgabe gemacht, das so zu entwickeln. Und da das eben nur alternativ am Rande der Welt nicht geht, bin ich froh, dass meine Kollegin Yves de Berichte heute mit hier ist. Und wir versuchen das halt auch in unserer kleinen Hochschule in Görlitz, im Rahmen unserer Fakultät, zumindest da ein paar ungewöhnliche Forschungsthemen zu entwickeln. Sie leitet den Studiengang Gesundheitsmanagement, ich den Kulturmanagement. Und also doch die Idee von damals, dass eigentlich die Studenten von heute eben ein Stück dieses Wissens brauchen. Zumindest soweit es geht, zu entwickeln und nebenbei also auch ein Stück Forschung zu machen, so welche Themen da jetzt man so in einer Stück reflektierten Weise, welche Wissensbestände man da integrieren könnte. Und dazu werden wir jetzt ein bisschen was erzählen über das Liebesspiel zwischen Ego und Higher Self und du beginnst.